Okay, ich glaube, ich sage an, ein herzliches Willkommen in der Metze Power 2 League. Gesagt. Oder Metze Power League 2. Henning ist mit dabei. Ja, grüß euch. Es ist das Kellerduell Nummer 1 in Pim dieser ist dabei. zweiten Liga. Es ist der 8. Exeter City King, dem 10. derzeit Lotte. Das war mal nicht so gut geklärt. Oh, du sollst auflegen, nicht weiterspielen. Ja, Pim, der Goalie dort auf der anderen Seite. Oh. Gebete. Ist in seinem früheren Leben in der Reali in einer Reality-Show gewesen. Pimp My Ride. Dort haben sie ihn alle nur Pimp genannt, das ist ihm geblieben. Bin gespannt, wem das überhaupt noch was sagt, die Sendung. Hast du die gekannt? Dann hast du. Da haben sich die Leute die abartigsten Sachen einbauen lassen. Nein! Uff. Boah. Ja, es tut weh, Exeter da unten zu sehen, aber man kann nicht viel dagegen tun. Ja. Wenn es das tröstet, viel, viel klingeln sie die auch nicht. Was? Viel, viel klingeln sie die auch nicht, wenn es dich tröstet. Naja, 4 Punkte. 4 Punkte ist schon ein Unterschied. Vor allem, wenn man so viele Chancen hat, schon in 21 Minuten. Das größte Problem hier. Gar bei Exeter, sie war es auch im Cup. Na, so groß ist der Wuchs ja auch nicht. Was sagst du, das größte Problem? So wollte ich das nicht ansetzen. Ich dachte, wenn er einen Haken macht, schlage ich zu. Nicht, dass er dann mit den Haken macht und dann zuschlägt. Drimmitsch. Ah. Oh, so zentral wollte ich den gar nicht schießen. Drimmitsch. Da war schon im Cup doppelt. Ja, ich bin schon gespannt, was das Tor des Jahres werden wird hier. Also Tor der Saison. Wir haben schon von vielen Spielern viele schöne Tore eigentlich gesehen. Oh, wichtig. Oh. Pim. Pimp the ball. Alter, wo tust du denn hin?
Boah. Boah. Also da kann man, glaube ich, auch Das war schaffen. hart an der Grenze. Alter, willst du nicht da abgeben? Bist ja Alter, tut's du. kuscheln oder was? Willst du nicht abgeben? Bist ja du. Egoist. Gleich Captain werden und dann den Ball nicht abgeben. Und dann wundern, dass man da unten ist. Achso, das war mein Spieler. Ja. Du hast zumindest die Nummer 10, glaube ich. Ja. Gosh, wie ich bin, habe ich natürlich gleich 10er Trikot genommen. Oh, mit dem man nicht rechnen. Danke. Müsste jetzt mal schon urlang hier sein, das ist faul. Ich glaube, das ist nicht so lange her. Das war ja nix. Na, Fuck! okay. Oh, Alter, du fährst mein Spieler? War es da? Der war es wahrscheinlich. So ein Wechsel tut weh. Ja, bist du eigentlich mit deinem Spiel zufrieden? Er zeigt zu wenig, finde ich. Er zeigt viel zu wenig. Ich kann mit ihm nicht ganz so gut umgehen. Muss ich ehrlich sagen. Falsch eingestellt. Wahrscheinlich. Notfalls wird er halt ausgemustert, wurscht, scheiß drauf. Ich finde auch ZOM passt irgendwie nicht so. Bitte? ZOM passt auch irgendwie nicht so. Finde ich. Da ist die Frage, welche Das ist eine schwere Position denn dann? Position. Weiß ich nicht, welche Position. Stimme hätte ich lassen. So wie letztens. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Das ist ja auch wegen unserer, wo wir, noch gespielt haben gemeinsam. Diesen Vereinsmodus. Achso, Poker. Ja, da hat er ja auch ZOM gespielt und es war gar nicht so schlecht, sage ich mal. Ja, aber dass sie die Attribute nicht eingestellt. Die haben sich automatisch eingestellt. Musst du die Attribute auch so. Vielleicht ist eh gut, aber dann musst du die Attribute halt anpassen. Aber wenn du nicht umgehen kannst, ist halt irgendwas falsch. Ich habe meinen halt eher aufs passtechnische, flankentechnische eingestellt auf der Seite. Ich habe ihn eigentlich eher auf Schuss gemacht und weißt du, dass er abzieht? Ah, oh, klar, Satz. Schnelligkeit. Ja, aber das brauchst du eigentlich so nicht, das ZM. Da muss ich die Bälle verteilen eigentlich. Na, ZM muss er ja auch abziehen, sage ich mal. Aber eher weniger. Weil als Zehner verteilst du die Bälle nochmal. Bist du normal, der das Match dirigiert? Das heißt, da müsste ich ihm eigentlich mehr Passstärke geben. Mehr Passstärke, mehr Statt Schuss. Übersicht und sowas. Beispiel ist ein Iniesta jetzt, das ist so ein typischer Zehner gewesen. Der hat auch nicht oft Tore geschossen. Weiter. Muss ja keiner hege. Modric ist ein Zehner zum Beispiel, bei Kroatien.
kann sich Lotte da befreien vielleicht. Mit einem Sieg. Bist du deppert. Das war ein Dankeschön an die Zuschauer im dritten Rang, die sich keine Karte leisten konnten, die eine bessere Sicht hat. Oh, Piosek. Oh. Dies gibt Rot. Browndams sind ordentlich durchgewachsen. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten schlechte Zeiten, doch wir blieben uns treu. Troy, so Troy. Du bist eigentlich gut gewesen, aber du hast weniger Power. Das heißt, du gehst leider. Derzeit würde sich eben Lotte auf Platz 7 vorschieben. Exeter auf die 9 zurück. Also warte mal, ich glaube, ich habe eh keinen Wechsel mehr. Scheiße, ich habe ja keinen Wechsel mehr. Da brauche ich ja nicht spekulieren mehr. Habe ja vergessen, dass verletzungsbedingt einer raus musste. Oh, da geht drüber. Okay. Okay. Ja, jetzt exakt zu 10. Oh. Danke, komm, komm, Schiri. Aber mit den Elfer drüben gibt's nicht. Aber da, wenn ein bisschen. Nein. Alter, ich habe keinen Rechtsfuß. Brauchst du eigentlich auch nicht. Aus der Position. Also nimmst ihn direkt. Ja, der war schon. Trimmage. Wow. Ich kann es nicht fassen, wie dein Freistoßtor. Ich sage ja, du hast in der Champions League auch welche geschossen. Da kann ich mich voll nicht dran erinnern. Ich hab's jetzt wieder nicht rausgesucht. Aber da haben wir eine eigene Statistik gehabt, wie Elfer, Freistöße. Okay. Ja, und das könnte jetzt für dieses Spiel schon viel bedeuten. Der erste Sieg für Lotte zum Beispiel. Na. Schön. War schwer zu nehmen. Das war auch ein Seitenwechsel, warum du den gemacht hast. War unlogisch gewesen. Beim anderen hast du eh Platz gehabt auf der Seite. Mhm. Und mit einem hohen Ball verzögerst du das Spiel wieder. Das heißt, da kann die Verteidigung wieder aufrücken. Das ist immerhin ein hoher Ball, verzögert das Spiel. Ja, das stimmt. Bis er den runtergenommen hat. Bis der Ball einmal unten ist beim Spieler. Siehst du, jetzt den Ball jetzt zum Beispiel hochgemacht? Hätte er wahrscheinlich gar nicht gekriegt, weil zwei Verteidiger schon dort gewesen waren. Mm, stimmt. Ja, ich weiß, früher habe ich ja viel, viel mehr hochgespielt eigentlich. Ja.
Boah, Alter. Schade. Ah. Oh, das war abseits, glaube ich. Oh, schön gesehen. Ja. Puh, das war jetzt knapp, aber trotzdem. Aber ich dachte echt, dass das abseits war. Exeter kommt hier richtig unter die Räder. Ja, und für Lotte ein leichter Aufwind. Schieben sich auf Platz 6. Auf Platz 7, Entschuldigung. Und Exeter auf die 10 jetzt herunter. Ja, das war's mit diesem Spiel. Überraschend, muss ich sagen. Lotte siegt. Exeter verliert wieder. Herr Trimitsch, zwei Tore. Und ein Assist. Und ein Assist. Alter, ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Na gut. Hast du irgendwas drückt am Anfang oder? Nein. Okay. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, Baba.